Kapitel 1. So, jetzt erst Kapitel 1. So, und ich wollte hier mal in dieses Tagebuch reingucken. Wenn er mich denn mal lässt. So. Oh, 6 Seiten haben wir da schon. Können wir uns ja nochmal angucken. Die böse Hexe Alura ist mir schon seit Jahren ein hartnäckiger Dorn im Auge. Sie liebt steinige Skulpturen, besonders wenn es sich bei ihnen einmal um Menschen handelte. Okay. Doch nun ist meine Gelegenheit da, ihr Schicksal umzukehren, denn ich glaube, sie war nie für das Böse vorgesehen. Ich habe die Samen ihrer dunklen Taten aufgespürt. Hast du? Alura spielt wieder ihre alten Streiche. Ich habe einen armen, halb versteinerten Wächter getroffen. Zum Glück war seine oberste Körperhälfte noch lebendig. Und er konnte mir einen Tipp geben, wo ich Lucio finde, der hier in der Gegend lebt. Entschuldigung. Leute wie er verstecken ihre Häuser gern. Ich muss daher 6 Laternen anzünden, die mir den Weg zu Lucio erhellen. Okay, die waren noch viel weiter weg. Na, was auch immer. Lucios Haus ist zum Greifen nah. Er scheint ein farbenfroher Mensch zu sein. Genau, das Hippie-Haus. Eine Katze bewacht streng das Haus des Ältesten. Naja, solche Tiere lassen sich meist einfach mit einer Leckerei bestechen. Genau, das war der Fisch. Nun, da ich den Tunnel mit Hilfe der Laternen erleuchtet habe, wird es Zeit, Lucio zu besuchen. Ich bin so froh, dass das Licht den Wächter von seinem Fluch erlöst hat. Ach, tatsächlich, das habe ich gar nicht gesehen. Lucio hat die Hexe mit aller Kraft bekämpft, doch er ist gescheitert. Er meinte, die Vergangenheit sei der Schlüssel zur Erlösung. Mit Hilfe des magischen Ofens und seines Buches soll ich in die Vergangenheit reisen. Bevor er verschwand, versprach Lucio, dass ich ihn wiedersehen werde. Okay. Das hatten wir ja schon gelesen. Sender der Herr der dunklen Welt hat die Grenzen zwischen den beiden Welten zerstört und Alura ein Kind des Lichtes entführt. Dies ist meine Chance, das Böse abzuwenden, das in ihr Herz gedrungen ist. Dieses Mädchen scheint etwas Besonderes zu sein, aber wozu braucht er sie? Ich muss in die Vergangenheit reisen, um es herauszufinden. Gut, das ist das mit der Erde, bla 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 bla. Mit Hilfe des magischen Ofens und diesen Zutaten kann ich in die Vergangenheit reisen und mein Land retten. Dann haben wir hier das hier noch mit der Blume. Lucio hat sich gut um die Lebensblume gekümmert. Diese Pflanze erwacht zu neuem Leben, wenn sie stirbt. Den Bildern nach zu urteilen, sind die Samen der Blume ein Symbol des Lebens, die Asche ein Symbol des Todes. Ich kann sie bedenkenlos verbrennen, denn sie wird erneut wachsen. So, und das ist jetzt, wo wir jetzt gerade sind. Ich bin in die Vergangenheit gereist und habe Lucios Geist getroffen. Er sagt, ein böser Zauberer namens Senna habe Alura entführt und wollte ihr Herz mit Niedertracht füllen. Im Haus steht eine Truhe mit Schmuckstücken, die das Gute in Aluras Herzen bewahren können. Ich muss die Truhe und Alura finden. Ich muss verhindern, dass sie zur Hexe wird. Nun gut. Das heißt, hier in dem Haus soll wohl irgendwas sein. Was haben wir denn hier? My name is Hunger. If you are viewing this message, I have died. However, it may not be too late to rescue my daughter Alura from Xander. You will need my 4 magical amulets. Once Alura wears them, Xander's evil will never conquer her heart. However, they will only work with the Crystal Tears, my most powerful magical gems. Alura's heart must not turn evil. Whoever you are, please save her and tell her I love her. Okay, da kriegen wir also nochmal, also den Spiegel kriegen wir erstmal und dann kriegen wir nochmal so eine kurze Einleitung, was wir denn machen sollen. Wo kann ich nicht springen? Ach, da fehlt eine Leiter oder sowas. Alura war sehr hübsch, bevor Xander ihr Herz verdorben hat. Okay, das war's dann auch schon. Mehr steht da gar nicht. So, da können wir noch nicht hoch. Können wir da irgendwas... Käfige. Der Käfig ist mit Asche übersät. Und da Phönix da drin. Oder Lebensblumen. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Ein Frosch. Tschüss, Frosch. Was haben wir hier? Ich brauche etwas Licht, um den Brunnendeckel zu öffnen. Dazu muss ich die Laterne darüber anzünden. Na gut. Laterne. Ach, die Kerze. Die Kerze ist vor langer Zeit geschmolzen. Dann brauchen wir wahrscheinlich erstmal eine neue Kerze, so wie das aussieht. Ja. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Bienennest, da können wir aber nichts mit machen. Und ein Wimmelbild. Ein Wimmelbild. Aber schon wieder ein anderes. Also echt viel Abwechslung, muss ich sagen.
Repariere die Leiter mit Gegenständen, die du hier findest. Okay. Huch. Na. Einen kleinsten Pixel hier kriegen. Eine Erdbeere. Oh, Erdbeeren. Da hinten ist noch einer. Ich möchte dies erst verwenden, wenn ich es wirklich brauche. Was das hier gerade für eine Kombinationsgabe war, ich habe einfach nur losgelegt. Also, keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Ah, ein Hammer. Damit kann man das hier bestimmt... Jawohl, was haben wir hier? Nägel und mit dem Hammer. Genau, fünfmal raufgekloppt. Passt. Damit haben wir jetzt eine Leiter. Damit können wir jetzt am Anfang hier die bestimmt hinstellen. Jawohl, und können hier reingehen in das Haus. Da sind Augen. Und Glühwürmchen, aber da sind Augen. Hier fällt etwas Mondlicht ein. Ich könnte es so umlenken, dass die Baumhöhle beleuchtet wird. Mit dem Spiegel natürlich. Ach, eine Eule. Im Haus, natürlich. So, was ist das hier? Ach, das ist diese Truhe, wo die Juwelen drin sind, glaube ich. Hier sind Vögel drumherum. Gelb, rot, blau, grün. Ich brauche mehrere Münzen, um diese Truhe zu öffnen. Okay, müssen wir erstmal diese Münzen finden. Dieses Kissen muss einmal kräftig abgeklopft werden. Haben wir irgendwas zum Abklopfen? Nö. Gehen wir mal zur Kiste hier. Glühwürmchen. Können wir Glühwürmchen mit bloßer Hand fangen? Wenn ich die Kugel mit Glühwürmchen fülle, kann ich besser sehen. Ah. Alles klar. Und jetzt beginnt wahrscheinlich genau das Wimmelbildspiel. Habe ich mir schon gedacht. So, dann wollen wir mal schauen. Eisicherheitsnadel, Glaskolben. Glaskolben wird das hier sein. Sicherheitsnadel sehe ich hier oben. Und ein Ei. Wo soll denn hier ein Ei sein? Da ist ein Ei. Ein Osterei. Glashalter, Fisch, Schildkröte, Elefant. Und schon bin ich wieder überfragt. Das ist nichts, ne? Das ist dieser Glashalter. Fisch, wo ist denn hier ein Fisch? Da ist ein Fisch. Schildkröte, Elefant. Da ist ein Elefant. Und die Schildkröte soll die hier wahrscheinlich sein. So, jetzt haben wir nur noch die gelben. Sonne, Brosche, Pistole, Kamm, Mond. Ich sehe hier gerade einen Flügel. Die kommen bestimmt da rein. Da ist der zweite. Da ist die Sonne. Hier scheint ein Fach zu sein, aber wo ist der Griff? Da ist der Griff. Und da haben wir die Pistole und den Mond. Brosche und Kamm fehlt jetzt noch. Hui. Wieder die letzten Sachen. Aha. Da ist der Kamm. Und das ist die Brosche. Alles klar. Wir bekommen einen Glaskolben. Wofür auch immer. Ja, wofür eigentlich? Aber ich habe gesehen, wir können hier oben noch lang gehen. Und jetzt hakt das Spiel. Nee, jetzt... Och, gut. Allura used to care for this flower. Its nectar protects those who drink it from dark magic.
Drink it before you enter Xander's domain. Wir schauen jetzt erstmal weiter. Was haben wir denn hier oben rechts im Mosaik? Ist eine freie Stelle, ein Teil fehlt. Oh, das wollte ich gar nicht. Was haben wir hier? An der Seite dieser schönen Kiste scheint eine Kurbel zu fehlen. Natürlich. Ah, ein Teppichklopfer. Können wir für den Kissen benutzen. In dem Strauch versteckt sich etwas. Können wir das abfackeln? Nö. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich muss den Nektar der Blume trinken, doch das geht nur, wenn die Blume blüht. Also müssen wir ein bisschen Gartenarbeit verrichten. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder hier oben hin. Klopfen das Kissen aus. Gucken, was wir kriegen. Ein Wimmelbild. Federn. Ach, wir sollen jetzt Federn sammeln. Da ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Da ist eine. Da. 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 Hier. Oh, 7 Stück noch. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Und jetzt sehe ich schon keine mehr. Doch, hier ist noch eine. Hier. Hier. Das ist gar nicht so einfach. Da ist auch noch eine. Eine fehlt noch. Bin gerade mal wieder am Mikrofon vorbeigegangen kurz. In der Hoffnung, dass ich so eine Feder hier schnell finde. Aber leider nö. Wieder eine letzte Sache, ne? Wie immer. Ah, da oben. Oh, und weiter geht's. So, jetzt sollen wir wieder Gegenstände finden hier. Ja. Das ist das Teil nicht. Huch, ich wollte gar nicht rausgehen, Entschuldigung. Eine Schnur. Etwas scheint darin eingenäht zu sein. Dann nehmen wir doch mal das Messer und schneiden es auf. Hier haben wir einen Schlüssel für die Truhe hier unten wahrscheinlich. Na, mach das doch. Na, geht doch. Da finden wir hier diesen Kolben. Das Teil brauchen wir noch. Das müsste doch... Nee, das ist das nicht. Das ist das. So, was bekommen wir? Ein Staubwedel. Da kann ich mich noch dran erinnern. Hier ist Asche in den Käfigen. Ach du Heilige, beobachte die Reihenfolge, in der die Vögel singen und flattern. Wiederhole diese Reihenfolge. Das sind diese Vögel aus der Kiste da im Haus, die hinten an der Wand waren. Jetzt habe ich nicht ganz genau aufgepasst. Ich versuche es nochmal. Oh, das ist ja auch überhaupt nicht mein Ding. Warum spiele ich eigentlich ein Wimmelbildspiel? Oh Gott. Blau, grün, blau, grün, gelb. Jawohl. Grün, rot, gelb, rot, gelb, grün. Grün, rot, gelb, rot, gelb, grün. Gelb, grün, rot, gelb, grün, blau, gelb. Ach du Scheiße. Gelb, rot. Gelb, grün, rot, gelb, grün, blau, gelb. Gelb, grün, rot, gelb, grün. Blau, gelb. Und wir bekommen Münzen.
4 Stück an der Zahl. Und die sind bestimmt hier für die Kiste. Jawohl. Und wir bekommen... Okay. Dieses besondere Juwel gehört zu Aluras Schmuckstücken. Finde alle fehlenden Juwelen, um die Kraft des Schmuckstückes wiederherzustellen. Gut, eins bekommen wir hier anscheinend. In dieser Truhe liegen die Schmuckstücke für Alura. Finde alle fehlenden Juwelen, um die Kraft des Schmuckstückes wiederherzustellen. Ja, das hatten wir eben schon. 9, 20, 29 Stück. Alter Schwede. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, was haben wir denn hier? Long ago, our two worlds existed in a perfect balance. The light was protected by the powerful wizard, who ruled with hope and compassion. The darkness was conquered by Xander, a cruel man who ruled with fear and hatred. For centuries, no one crossed the border between them until a baby from the darkness fell into the light. Das wird bestimmt Alura gewesen sein. So, wir bekommen die Kerze. Das heißt, wir können hier oben die Laterne anmachen. So, und damit hier unten ein neues Minispiel anscheinend. Wähle jeweils die Handposition aus, deren Schatten das Tier unten entspricht. Oh Gott. Da ist jetzt dieser Puma oder so. Kann das der sein? Ja, tatsächlich. Ein Schwan. Da ist der Schwan, das sieht man schon. Ein Hase. Hase hat lange Ohren. Welches könnte denn der Hase sein? Das könnte der Hase sein. Ein Wolf. Ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf. Der hier. Das wird der Flattermann sein. Ein Elch mit Geweih. Müsste das... Ach, das soll ein Krokodil sein. Was soll denn dann der Elch sein? Ah, jetzt haben wir hier unten Känguru. Aber was ist der Elch? Das würde mich trotzdem mal interessieren. Das hier müsste das Känguru sein. Das ist der Elefant, das sieht man sofort. Die Schnecke. Die Schnecke wird das hier sein. Jetzt haben wir wieder den Elch. Also das hier war ein Krokodil. Das hier? Tatsächlich. Was ist denn das? Ein Alpaka? Ein Lama? Keine Ahnung. Das hier? Tatsächlich. Jetzt haben wir wieder den Flattermann. Und das Krokodil, das kennen wir jetzt schon. Durch einmal falsch drücken. Und den Wolf. Den haben wir ganz am Anfang. Ja, jetzt können wir hier runtergehen. This is as far as I go, Your Highness. The closer to that villain I get, the weaker I become. Do not fear. Allura's flower will protect you. Farewell. Aluras Blume wird uns beschützen, das ist ja schön und gut, aber wir haben die noch gar nicht gezüchtet. So, was haben wir hier? Ah, wir bekommen ein neues Juwel. Und eine Tafel. Ist hier noch irgendwas? Nee.